Paperclip. Das Abenteuer kann beginnen. Ich habe eine Idee ausgebrütet. Im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrütet. Also hier habe ich schon mal eine Büroklammer und ich habe mir hier dieses Autumn Jelly Plate Freebie aus 49 Dragonflies Shop ausgedruckt. Das hat mich sofort angesprungen irgendwie. Deswegen möchte ich was versuchen. Und zwar werde ich jetzt mal als erstes diese Büroklammer hier nehmen und dieses Ding so ein bisschen nach so biegen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie weit. Und dieses andere, uiuiui, ein bisschen so. Jetzt hätten wir mal hier so eine Form. Das ist aber noch nicht so ganz das, was ich eigentlich möchte. Ich bin gerade am Überlegen. Das muss man ja noch. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mit diesem Teil dann später so befestigen möchte oder irgendwie anders noch. Bei einem Hidden Paperclip sagt ja niemand, dass der Paperclip selbst als Büroklammer dienen muss, oder? Also wisst ihr, was ich meine? Bei so einem in Anführungsstrichen normal Look Paperclip, Hidden Paperclip, da ist ist die Büroklammer zwischen zwei Papierchen irgendwie versteckt und dann kann man das Papierchen nehmen, wo die Büroklammer sich drin befindet und das auf die Seite draufstecken und das verwendet man dann als Paperclip. Aber wer sagt denn, dass man den als Paperclip verwenden muss? Es gibt ja auch manche Leute, die benutzen das dann als kleines Dingeldangel außen am Journal dran. Ja, so werden wir es erstmal lassen. Und jetzt brauche ich ein Garn oder etwas Ähnliches, was ich hier drum rumwickeln kann. Wir nehmen den. Wir nehmen den. Und jetzt brauchen wir etwas, weil ich möchte gerne ein bisschen was mit so Perlen machen. Jetzt brauchen wir etwas, was von den Farben her dazu passt. Ja. Das heißt also ihr könnt überhaupt nichts sehen. Ne? Ich habe mir hier so eine voll coole Etagere gemacht. Die habe ich von meiner Oma. Und ich habe mir gedacht, warum denn nicht hier ein paar so kleine Sachen drauflegen, die man immer griffbereit hat. Das ist jetzt hier quasi mein Perlenteller. Ich hatte ja vorher schon mal so einen anderen Perlenteller gehabt, aber der war mir irgendwie zu unspektakulär. Ja. So. Und jetzt werde ich mal hier, wo diese zwei Teile sich kreuzen, beginnen. Und ja, wie lang muss das jetzt sein? Keine Ahnung. Ich werde es erstmal relativ lang lassen, dass es auf jeden Fall lang genug ist. Ich meine, man kann das ja immer noch mal neu ansetzen, aber das finde ich eigentlich irgendwie nicht so toll. Und jetzt gehe ich hier einmal durch, sodass ich imstande bin, hier oben einen Knoten zu machen, dass mir der Faden erstmal hier oben einmal bleibt. Das mache ich jetzt deshalb, damit ich das hier ein bisschen leichter habe, weil mein Plan ist, das hier drumherum zu wickeln. So, und jetzt fange ich an und wickel diesen Faden hier um das Teil, also um das Metall von der Büroklammer. Ich gehe jetzt einfach immer hier so im Kreis so drumherum und versuche das Metall von der Büroklammer mit Hilfe von diesem Dings hier, mit Hilfe von diesem Faden zu verstecken. Und jetzt merkt man schon, wenn man das so hat, also ich habe das vorher noch nie gemacht, das habe ich mir jetzt eben so überlegt, dass man das so machen könnte, ne? Wenn man das jetzt so hat, dann merkt man, wenn man das loslässt, dass das logischerweise sich wieder so aufzwirbelt. Und das will ich natürlich nicht. Ich habe die Befürchtung, dass man das nicht lange genug so festgehalten kriegt, dass das da bleibt. Deswegen werde ich jetzt hier immer zwischendurch mal so eine kleine Schlaufe oder sowas machen, sodass das da quasi einmal fest ist. Dann kann man das nämlich auch so ein bisschen dahin schieben, wo man das hinhaben will. Und jetzt kann ich das einfach loslassen und das verwurstelt mir nicht mehr und fliegt nicht mehr weg. Und dadurch, dass ich das jetzt loslassen kann, habe ich auch ein relativ einfaches Spiel, meine Perle hier aufzufädeln. Das wäre ja auch nicht möglich, wenn sich das immer da so wegdrehen würde. Und wie kann ich die jetzt da befestigen? Kann ich da jetzt einfach so drumherum gehen?
dass die mir da bleibt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das muss ich jetzt, nein, das mache ich anders. Hier ist das jetzt so. Wie erkläre ich dir das jetzt? Jetzt ziehe ich das ziemlich stramm und mache nochmal die gleiche Schlaufe, die ich vorher auf der einen Seite gemacht habe, jetzt hier auf der anderen Seite. Also ich gehe da einfach einmal so durch und dann einmal durch dieses Garn selbst, sodass da wieder so eine kleine Schlaufe entsteht. Und jetzt hängt die Perle da oben so. Und das werde ich jetzt einmal komplett drumrum machen und immer wieder in kleineren, unregelmäßigen Abständen Perlen auffädeln. Und was man natürlich auch machen könnte. Ja, das war auch eigentlich ursprünglich mein Gedanke. Ich hatte den zwischendurch ein bisschen verloren, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wenn man jetzt das so macht. So. Und das hier auch mit so einer Schlaufe befestigt, könnte man vielleicht sowas Ähnliches wie sowas Gewebtes oder so, oder wie sagt man, wie bei so einem Mini-Traumfänger oder so machen. Und ich stelle gerade fest, dass sobald die Kurve hier von dem Metall kommt, man wesentlich mehr von diesen Knoten machen muss. Ansonsten kann man das nicht so gut in Position halten. Also ich gehe jetzt hier um die Kurve, indem ich quasi einmal durch diesen Ring selbst gehe und dann, wenn ich den Faden da habe, gehe ich einmal durch diese Schlaufe, die da entstanden ist und dann kommt hier mein kleiner Knoten. Das hätte man vielleicht sogar komplett so machen können. Ja, vielleicht hätte man das sogar komplett so machen können. Dann würde das vielleicht noch ein bisschen gleichmäßiger aussehen. Ich ärgere mich gerade etwas, dass ich das nicht von Anfang an so gemacht habe. Aber vielleicht schaut es so noch viel interessanter aus, weil es eben nicht so gleichmäßig ist. Ne, schaut es nicht. Jetzt schaut euch mal krass, ey. Das ist ja krass, krass, krass. Hier schaut das fast ein bisschen aus wie so ein Oki-Stich. Also so ein ganz versimpelter Oki besteht ja aus zwei verschiedenen Stichen, aber einer davon ist dieser. Und hier schaut das nicht mehr so schön aus. Also hier sowieso noch nicht, weil das da noch nicht ganz fest ist. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich glaube, ich mache das nochmal komplett los und mache das mit der gleichen, also mit der gleichen Idee, aber mit diesem Ding hier, mit diesem Stich, komplett um das ganze Teil drumrum. Und in der Mitte sammle ich dann hier ein paar so Perlen ein, die ich hier drauf spanne. Dann schaut das nämlich komplett so aus. Oh. Kennt ihr diese Sendung mit Wigald Boning und Olli Dietrich? Ich glaube, das heißt, bitte nicht nachmachen. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch im Fernsehen überhaupt ausgestrahlt wird, aber ich glaube, ich sollte mich da mal bewerben. Die sind da immer auf so alten, verlassenen Bauernhöfen und machen irgendwelche Experimente und irgendwann fliegt der ganze Bauernhof in die Luft. Also bitte nicht nachmachen. Ich bin sehr stolz auf mich, ja. Aber das ist definitiv etwas, was ich nicht nochmal machen werde. Das war jetzt so kompliziert. Ich weiß, das schaut ein bisschen strange aus. Ich werde das jetzt gleich noch etwas verändern, sodass das nicht mehr ganz so strange hoffentlich am Ende aussehen wird. Aber das war jetzt wirklich eine nervenaufreibende Aufgabe hoch 100. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier schon mal stolz auf uns sind, dann können wir gleich mal hier fortfahren. Mir ist das noch ein bisschen zu langweilig in diesem Stadium. Also es wird sich sowieso noch hier alles Mögliche verändern, aber ich möchte hier erstmal noch ein bisschen sowas draufschmieren. Vielleicht nicht ganz so viel. Dass das so ein bisschen abgeranzter aussieht. Auch da weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich tue das jetzt einfach hier mal.
Ich erhoffe mir, also das übrigens weißes Gesso, was ich hier gerade drauf tue, ich erhoffe mir dadurch, dass es auch ein bisschen steif sozusagen wird und dass ich das nicht wieder wegdrehen kann, werde ich jetzt zusätzlich noch ein bisschen... Boah. Also jetzt sehe ich da gerade was. Es steht direkt da. Ich habe mich jetzt gerade überlegt, wo mein Mod Podge ist. Den habe ich nämlich noch gar nicht ausgepackt, seit ich wieder hier hingezogen bin, sozusagen, in den Wohnwagen. Und jetzt sehe ich da hinten gerade was. Ich hol's mal. Schweigen im Walde, ey. Ob das funktionieren kann, ich weiß es nicht. Aber wenn es funktionieren würde, das wäre natürlich der absolute Hammer. Deswegen werden wir es versuchen. Das ist Crackle Accents, also von diesem Glossy Accents, aber dieses Crackle-Effekt. Und wenn man das aufträgt, crackelt das. Das ist jetzt hier schon mal so mittelmäßig angetrocknet, also so, dass ich es irgendwo hinlegen kann, ohne dass es mir irgendwo kleben bleibt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach schon mal weiter. Während das da trocknet, können wir ja schon mal den zweiten Teil von diesem komischen Gebilde hier machen. Ich möchte gerne hier unten dran etwas machen. Und zwar soll dafür der Hintergrund dieses Jelly Print sein von Barbara. Ich möchte das befestigen mit Hilfe eines kleinen Stückchens Stoff oder so. Das hier würde ja schon ganz gut gehen. Ich schneide das mal gerade hier irgendwie ab. Ich weiß bloß noch nicht wie. Das reißt hier gerade irgendwie, wie es will. Das möchte ich hier oben irgendwie dran machen. Ich weiß noch nicht ganz genau wie. Und dann möchte ich das da irgendwie dran befestigen. Ich hoffe, dass mir das noch gelingen wird, wenn der Kleber trocken ist. Das fällt mir jetzt auch mal gerade so auf, dass das vielleicht nicht unbedingt so schlau war, diesen Kleber da drauf zu machen, bevor ich das da dran festgenäht habe. Aber gut, wir werden sehen. Insgesamt ist das noch sehr lang. Und ich weiß auch noch nicht genau, was ich hier noch drauf machen möchte oder ob da überhaupt was drauf kommt. Schneiden wir das erstmal ein bisschen kürzer. Sowas vielleicht. Erstmal hier unten einmal so drauf tun, bevor ich das komplett zusammenklebe. Dass ich sehen kann, wie viel das da, also wie weit das da unten rausguckt, das ist gar nicht so einfach abzuschätzen. Aber ich glaube, so ist es ganz gut. So, da bin ich schon wieder. Jetzt habe ich das hier oben genäht. Einfach ein bisschen so zickzack einmal hin und her und hier unten auch. Und hier an der Seite habe ich das auch nochmal gemacht. Ja, ich weiß, das sieht man jetzt in der Kamera wahrscheinlich gar nicht mal so gut, aber ich habe das hier deshalb gemacht, damit hier noch ein drittes genähtes Ding ist. Also jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Mal genäht. Das finde ich immer schöner, als wenn das so eine gerade Anzahl von genähten Dingen ist. Auf der Rückseite sieht man das ein bisschen besser. Was ist das denn hier? Also das gehört ja jetzt aber hier auch irgendwie wohl nicht hin, oder? Das lässt sich leicht lösen. Da hat sich nur dieser komische Faden da vertüdert. So, dann werden wir das, bevor wir da irgendwas jetzt drauf geben von diesem Glossy Accents Zeug, das mal ein bisschen distressen, würde ich vorschlagen. Distress Oxide Walnut Stain.
So, und dann habe ich mir gedacht, wir könnten doch vielleicht einige, ein, zwei, nicht einige, weil dafür sind sie zu groß, von diesen Wortstreifen benutzen, die Susanne hier gemacht hat. Freundlicherweise hat ihr hier auch noch ein paar so leere Dings gemacht, Zettel. Die können wir vielleicht noch für was anderes verwenden. Ich muss mal gerade schauen. Sie hat ja hier diesen Satz. In diesem Journal habe ich das letzte Wort oder in diesem Buch habe ich das letzte Wort. Und sie hat auch Luisa Heinzel Junk Journal Art gestempelt, soweit ich weiß. Und einige Zuschauer, vielleicht du auch, haben schon gemunkelt, dass ich möglicherweise den Satz "In diesem Buch habe ich das letzte Wort" in den Satz "In diesem Buch hat Luise das letzte Wort" umwandle. Das war tatsächlich zuerst mein Gedanke. Das wäre aber viel zu offensichtlich und deswegen werde ich das nicht tun. Außerdem möchte ich keinen Ärger mit Susanne. Ich hätte so gerne, aber das gibt's hier nicht, das Wort. Das Wort eine. Eine Art Buch, ein Art Buch, eine, ich weiß, das ist der falsche Artikel für, wenn man sagt, ein Kunstbuch, ne? Also ein Art Buch ist, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Das wäre sinnvoll. Eine Art Buch. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich gucke gerade, ob man ja aus den Buchstaben, die hier sind. Bei Heinzel ist ein. Entschuldigung, Susanne. So. Und wenn man jetzt vielleicht, wir brauchen jetzt noch ein E, das muss ich irgendwo abreißen, wo das nicht so unbedingt das schl so schlimm ist, dass ich mir nicht die anderen Zettel zerstöre. Oder ich stempel mir vielleicht, sollte ich mir vielleicht selber ein E stempeln? Ich habe ja, aber dann passt das nicht dazu, ne? Das ist ja auch blöd. Nehmen dieses E. Und ich würde gerne das E irgendwie mit einer Öse und dann so Dingeldangel-mäßig dran machen. Auf ihrem Menü steht ja drauf: Hidden Paperclip mit Mini-Dingeldangel. Also wir brauchen ja immer noch das Dingeldangel. Cool wäre es natürlich, wenn das Wort ein hier wäre und das wäre auch das Einfachste, wie man das durchführen könnte. Und hier oben wäre die Öse, weil die hier könnte ich die relativ leicht durchmachen und das würde auch, glaube ich, ganz gut aussehen. Oder vielleicht hier in der Ecke oder so. Und das E würde hier so baumeln. Dieses hier, das möchte ich gerne irgendwie noch ein bisschen verstärken. Ich muss mal gerade überlegen, wie. Manch einer wird jetzt denken, warum schneidet die da hinten so viel, also warum schneidet die an den Seiten so viel ab, ne? Ganz einfach, weil ich hier nur einen Rand haben möchte von diesen kleinen Schildchen, der eine ähnliche Optik hat wie das, was dahinter ist. Und diese Jelly Prints, die passen ja auf eine gewisse Art und Weise alle zusammen. Das heißt, so also, das, was jetzt hier drumrum ist, das nimmt das Auge irgendwie trotzdem wahr als zusammengehörend zu diesem hier. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig erahnen, aber das ist jetzt noch mal so ein bisschen dicklicher geworden. Also diese einzelnen Schilder, die wirken fast ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen wie Holz, weil dafür ist es die falsche Farbe, aber als wäre es irgendwie so ein stabileres Material. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, als wenn das Papier wäre. So, und dann sollten wir uns irgendwie überlegen, wie wir das jetzt da dran kriegen. Da muss ich jetzt irgendwas erfinden. Ich habe da neulich sowas geschenkt bekommen. Ohne eigentlich wirklich zu wissen,
wie man das hundertprozentig exakt verwendet. Das ist ja schon mal so eine richtig gute Voraussetzung. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich hier das Richtige in der Hand habe. Und zwar sind da so welche kleinen Klemmen. Die sagt man nochmal. Entbandklemme oder so ähnlich. Ich denke mal, diese Farbe würde wohl am ehesten passen. Oder Gold. Also Susanne mag ja Gold, ne? Ich weiß wohl. Aber ich glaube, die andere Farbe gefällt mir besser. Wenn das hier drauf kommt, ach, dann müssen wir aber Gold nehmen. Ja, dann müssen wir Gold nehmen. Glück gehabt, Susanne. Also das ist jetzt hier so ein kleines Teil. Und das klemmt man normalerweise an das Ende von so einem... wo bin ich denn hier? Entschuldigung. An das Ende von so einem Ribbon oder so, ne? Von so einem Band halt einfach. Und gleichzeitig hat man hier oben so eine kleine Öse, wo man das dann befestigen kann. Und ich denke mir jetzt, wenn ich doch jetzt diesen kleinen Schnipsel hier nehme, wo das E drauf ist, und ich mache das irgendwo drauf, dann kann ich das da oben dran klemmen und mit Hilfe von dem Loch in der Klemme, also mit Hilfe von dieser kleinen Öse, das da oben irgendwie befestigen. Das ist ganz gut. Und wie kriege ich das jetzt da dran? Kann ich das jetzt einfach so zusammenklemmen? Braucht man dafür Werkzeug? Ich weiß es nicht. Ich werde aber zusätzlich auf jeden Fall da noch ein bisschen Kleber dran machen. Denke ich mir mal so. Ich weiß nicht, ob man das normalerweise auch macht. Und ich schätze mal, man wird wahrscheinlich normalerweise eine Zange dafür verwenden, das zuzuklemmen. Ich habe aber Angst, weil da so ein gepunktetes Muster da oben ist, ob ich das nicht dann vielleicht zerstöre. Aber ich glaube, ohne eine Zange geht das nicht. Ah ja, oh, das war ja einfach. Okay, nichts passiert. Ist schon fest, glaube ich. Ich hoffe nur, dass ihr jetzt nicht da draußen lautlos lacht, weil das hier irgendwie komisch ist, was ich hier mache, oder völlig nicht so, wie man es eigentlich macht. Aber zumindest ist das jetzt da dran und es hält. Ich finde das persönlich sehr putzig. Es könnte doch schon als Mini-Dingel-Dangel eigentlich durchgehen, oder? Luise, Konzentration, du musst das jetzt genau an die richtige Stelle bringen. Aber wie? Du mal auf. Wenn das so ist und ich das kann ich ja mal probeweise da durchpieksen, und ich das jetzt so da durchpiekse, ich glaube, dann hängt das wieder mal, sobald das geschlossen ist, falsch rum. Oder? Nee, das geht. Es ist jetzt zu hoch, aber das geht. Ja, weil, wisst ihr, was ich meine? Wenn man den Ballpin runterdrückt, sodass der quasi flach aufliegt, dann tut das hier ja falsch. Also das ist dann falsch rum. Da müsste man dann vielleicht sollte ich da so noch so einen kleinen Zwischenring reinmachen, aber dann wird das so lang. Also dann wird das ja... Wobei der Ballpin da eigentlich schon eine ganz gute Position hat. Jetzt überlege ich gerade, ob ich vielleicht einfach einen kleinen Ring nehme. So. Jetzt hängt das E. Seht ihr das? Also seht ihr den Unterschied? Dadurch, dass dieser Ring da jetzt nochmal dazwischen ist, der ja wieder, also der ja quasi senkrecht steht, kann das flach aufliegen, genauso wie der Ballpin so flach aufliegt. Und ich habe da immer so Probleme, das vernünftig hinzukriegen. Aber ich glaube, so kann man doch wohl damit leben, oder? Jetzt werde ich, bevor ich das Crackle-Zeug drauf tue, mir erstmal das hier nochmal angucken. Da crackelt nämlich rein gar nichts.
Es ist aber auch noch nicht richtig trocken. Das sehe ich schon, weil es noch nicht durchsichtig ist. Da crackelt überhaupt nichts. Was ich äußerst merkwürdig finde. Das heißt also, ja, die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Ich wollte das eigentlich hier drauf machen, auf diese Dinger, auf diese Wörter, dass das dazu passt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das trocknet dann einfach nur glänzend und es crackelt nicht, aus welchem Grund auch immer. Oder es crackelt und es sieht gut aus, was ja gut wäre, aber nur glänzend wäre auch nicht so schlimm. Oh mein Gott, hoffentlich verschmiert das nicht, das Gestempelte. Oh mein Gott. Ja. Ah, oh, wenn ich mich bloß erinnern könnte, mit was sie das gestempelt hat. Susanne, mit was hattest du das gestempelt? Oh, lieber Gott, bitte lass es nicht verschmieren. Ganz toll. Scheiße. So eine Scheiße. Also jetzt könnte ich gerade echt heulen. Ich sag's euch, ich könnte gerade echt heulen. Das werde ich ja nie repariert kriegen, egal was ich tue. Es sei denn, ich reiße es ab und klebe was drüber, aber dann sind diese wunderschönen Schnipsel, die sie da gemacht hat, für einen Eimer. Ich meine, wenn man weiß, was da steht und wenn man weiß, worum es geht, dann kann man das noch lesen. Wie schlimm findet ihr das? Boah, wenn mir jetzt bloß jemand irgendwie antworten könnte, ey. Ich kann es ihr aber auch jetzt nicht zeigen und sie fragen, ob es für sie sehr schlimm ist, weil ich muss jemand anderen fragen. Nicht auch das noch. Nicht auch das noch. Ich muss irgendjemanden fragen. Telefonjoker, hallo? Oh, fuck. Ja, das muss ja sowieso jetzt erstmal trocknen. Ich muss jetzt, glaube ich, brauche Schnaps oder sowas. Mist. Es gibt so Tage, ja, es gibt einfach so Tage, da könnt ihr mir selbst in den Arsch beißen. Ich habe genau gesehen, wie Susanne da diese Dinger hier gestempelt hat. Und ich sollte doch eigentlich mit meinem, wie sie immer sagt, Elefantenbrain, also sie meinte mal, ich kann mir so viel merken, oder? Und so Details und so merken. Sollte ich doch eigentlich abgespeichert haben, dass sie das mit nicht wasserfester Tinte gestempelt hat. Das ist wunderschönst gecrackelt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Ich versuche mal, das hier irgendwie zu zeigen, während ich mich darüber aufrege, also über meine eigene Dummheit. Das schaut so schön aus. Ich bin so überrascht eigentlich über diese Crackle Paste, obwohl ich eigentlich weiß, wie die aussieht. Ich habe schon mal einen Teil in der Hand gehabt, wo die drauf war. Jetzt sage ich schon wieder Crackle Paste. Ihr wisst schon, was ich meine, dieses Glossy Accents Crackle. Und jetzt kann man hier nichts, aber auch gar nichts mehr lesen. Wenn man es näher ranhält, ist es noch viel schlimmer, als wenn man es weiter weghält. In der Kamera schaut es fast noch ein bisschen lesbarer aus als mit dem bloßen Auge. Aber es ist eine einzige Katastrophe. Also hier kann man diesen Witz mit dem E nicht mehr erschließen, weil man den Rest nicht mehr lesen kann. Über dieses Teil bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch irgendwie logisch, was da passiert ist. Auf den Perlen in der Mitte kann man das Crackling ganz gut erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt überhaupt sehen könnt. Das ist wirklich schwierig, das in der Kamera zu zeigen. Aber vielleicht könnt ihr ja ahnen, dass auf diesen Perlen in der Mitte das ganz gut funktioniert hat. In den Zwischenräumen hat das nicht so gut funktioniert. Also es ist gecrackelt, aber man kann das nicht so gut sehen, weil das durchsichtig ist. Auch das hätte mir vielleicht vorher klar sein können, dass wenn das durchsichtig ist, nichts dahinter ist, kein Papier oder so dahinter ist, dass man das dann einfach nicht so gut erkennen kann. So. Jetzt versuche ich mal erstmal, das hier irgendwo drauf zu legen, um zu sehen, ob es dann besser ist, wenn da vielleicht
eine Kontrastfarbe hinter ist oder so, dass man das dann besser sieht, kann man auch nicht so wirklich gut erkennen. Aber dieses Teil schaut trotzdem irgendwie interessant aus. Ich weiß auch nicht, also irgendwie, ich finde das gar nicht so schlimm, beziehungsweise es schaut interessant aus, wenn was dahinter ist. Das heißt im Klartext, wir müssen hier draus irgendwas machen, dass wir das noch irgendwie ein bisschen retten können. Vielleicht kann man das auch von hinten distressen oder so, dass dadurch das Cracklige mehr rauskommt. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist auch nicht mein größtes Problem. Dieses Teil ist nicht mein größtes Problem. Das größte Problem ist dieses Ding. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Und ich habe jetzt tatsächlich erstmal ein kreatives Mittagsschläfchen gemacht. Nicht nur, weil das hier komplett durchtrocknen musste, sondern weil ich wirklich verzweifelt war. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit in meinen Augen, wie man das noch retten kann, wenn man es nicht komplett auseinandernehmen will. Und die Lösung ist von Timmy. Und zwar dieses hier. Das sind so Rubbelsticker-Dinger. Habe ich neulich in einem Happy Mail bekommen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Man benutzt dieses Stäbchen, um dann diese Buchstaben von dieser Folie irgendwo drauf zu rubbeln. Und ich bete, dass das hier drauf funktioniert, dass es zumindest so funktioniert, dass ich eventuell später eine durchsichtige Versiegelung nochmal drüber machen kann, sodass es richtig hält, weil das ist ja nicht, wer weiß, wie eben hier, ne? Das ist ja das nächste Problem, dass das nicht eben ist. Und was mich jetzt sehr nervt, was ich aber tun werde, ist, ich muss diese Wörter, die hier drauf sind, irgendwie zerstören. Also, ne, weil ja nicht die genau die gleichen Wörter, die ich hier verwenden möchte, hier drauf sind. Deshalb muss ich jetzt mir Wörter suchen, oder was heißt muss, aber ich werde mir Wörter suchen, um eine Art Buch zu imitieren, mithilfe dessen, was hier ist. Das heißt also, ich werde mir einige von diesen Originalwörtern zerstören müssen, aber anders geht es nicht. Ich möchte das hier draufstehen haben, anders geht es einfach nicht. Boah, das ist aber klebrig, oh mein Gott. Was passiert denn, wenn ich das jetzt da drauf tue? Oh mein Gott, ich muss erst mal wieder hier drauf zurück tun. Was passiert denn, wenn ich das jetzt da drauf tue? Klebt mir das dann da fest und rubbelt sich auf das andere drauf? Ich weiß es nicht. Das möchte ich nicht riskieren, oh mein Gott. Wir machen das anders mal. Ich schneide das erstmal hier ab. Das soll wahrscheinlich helfen, dass man das leichter da drauf kriegt, nehme ich mal an, wo man es drauf haben will. Ich schneide erstmal hier diese Wörter, die die gleiche Schriftart haben, raus, sodass ich nur diesen Teil benutzen muss, kann. Oder wie auch immer man das sagen will. Ja, ihr kotzt doch jetzt gleich. Jetzt ist ernsthaft diese Crackle Glossy auf dem Ding, aber nicht das Ding auf dem Ding da. Das gibt's doch nicht, oder? Also das gibt's doch jetzt nicht. So, und wenn ich das jetzt mit dem nächsten U so mache, dann wird sich das wahrscheinlich wieder wegreißen, oder? Also, manchmal, da frage ich mich schon, was geht ab? Ich weiß, da steht Burr. Und das C ist jetzt unglaublicherweise da drüber, weil das so stark klebt. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Das gibt es nicht. Also, wisst ihr, so zum Wohnwagen wieder zurückzukommen und endlich wieder was basteln zu dürfen, ne? Das ist normalerweise so ein richtig tolles Gefühl. Aber heute. Na.
Aber sowas passiert nicht, wenn man irgendwas für sich selbst macht. Das braucht ihr nicht glauben. Das ist ein Gesetz. Das passiert nur, das wäre auch in meinem eigenen Journal nicht passiert. Das passiert nur, wenn man Dinge für andere Leute macht. Also in dem Fall in Susannes Journal. Das wäre in meinem eigenen Journal definitiv nicht passiert. Bin ich fest davon überzeugt. Ein Gesetz. Hier steht Buch. Das kann ich jetzt dann später, wenn es denn alles ganz gut läuft, ausschneiden und dann da hinten draufkleben. Ich finde, das schaut jetzt nicht schlecht aus, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir müssen noch die anderen Wörter machen. Hey, wo ist mein I? So, das darf jetzt trocknen. Diese ganze Kacke darf jetzt mal da hinten nehmen. Das können wir später sortieren. Dieses hier ist jetzt wahrscheinlich für alle Ewigkeiten auf meinem Tisch. Kriege ich nicht mehr runter. Seht ihr das? Da sind auch noch so Buchstaben von Curiosities oder so. Das darf da bleiben. Das darf da trocknen. So, und dann kümmern wir uns mal um dieses Teil. Also das Ganze wird jetzt komplett anders ablaufen, als ich mir das ursprünglich gedacht hatte, glaube ich. Weil ich wollte ja zuerst dieses Teil nehmen und das hier unten so dran machen. Also dass das miteinander verbunden ist. Ich wollte hier durchnähen und dann hier unten durchnähen, sodass das dann, ne, miteinander verbunden ist. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Ich glaube, dass das einfach nicht gut wäre. Irgendwie dieses Teil außerdem ist auch ganz anders geworden, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Und das spricht jetzt irgendwie so für sich. Ich finde, das ist trotzdem ein Hidden Paperclip, weil der Paperclip ist hidden. Also, ne, das ist jetzt kein Paperclip an sich, weil man kann ihn nicht als Büroklammer verwenden. Aber da sagt ja auch keiner, dass das unbedingt notwendig ist. So. Ich meine, man könnte auch theoretisch hier hinten dran auch noch eine Büroklammer machen und hieraus einen Hidden Paperclip im eigentlichen Sinne machen. Das wäre auch zum Beispiel möglich. Und ich fände es auch gar nicht ganz übel, wenn das hier wäre. Ich weiß nicht, ob Susanne das mag, mögen wür magen würde, mögen würde. So. Ich finde, das schaut irgendwie ganz cool aus. Oder auch, wenn das hier unter dem Ruffle wäre, ein bisschen. Ich kann das jetzt nicht gerade nicht darunter stecken, dass ich da nicht kleben bleibe. Aber so zum Beispiel, was sagt ihr dazu? Hat die das eigentlich so gemacht? Ah, hier kann man was reinstecken. Okay, das hat die so gemacht, dass man da was reinstecken könnte. Wenn das über dem Ruffle oder vielleicht sogar so. Ich glaube, das würde ich nicht ganz schlecht finden. Dann würde ich aber wahrscheinlich hinten dran noch eine Büroklammer machen, sodass man das da dran machen kann. Und wenn es ihr dann da nicht gefallen sollte, dann kann sie es ja immer noch abnehmen. Aber ich finde irgendwie dieser Hintergrund, der passt irgendwie schön dazu. Also irgendwie könnte ich mir das gut vorstellen, wenn das da wäre. Will das da vielleicht trocknen, dass ich mir das besser vorstellen kann? Wäre ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt.